Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bausimulator, jawohl. Und ja, es wird gerade wieder dunkel. Juhu. Ja, wir müssen hier noch Deckenelemente setzen. Und zwar 17 Stück an der Zahl, ole ole. Ja, wollen wir mal rangehen. Da hinten stehen noch die ganzen Fahrzeuge, die ich gemietet habe von dem Liebherr Pack. Also die Fahrzeuge, die sind schon nicht schlecht. Also zumindest gut, wir haben jetzt einen getestet, und zwar den Betonmischer. Wer es noch nicht gesehen hat, gerne mal in die letzte Folge reinschauen. Oder ja, bin mal gespannt. Jawohl, ein Meilenstein-Level aufgestiegen. Sehr schön. Das gefällt mir. Na komm. Jawohl, so, nächste. Moment, die sollten wir jetzt nicht runtergezählt. Da steht ja immer. Ah ne, 1 von 17, ja, ist okay. Schon gewusst. Hab nichts gesagt. So, 2 von 17, sehr schön. So, Alter Schwede, das wird echt dauern, ne? Bis wir das jetzt hier alles aneinandergereiht haben. Naja, gut, egal. So, zack. Dann vergeht die Nacht auch schneller, ne? Muss man auch dazu sagen. Machen wir jetzt hier eine Nachtschicht. Also sieht schon eigentlich ganz geil aus, ne? Hier. Also ich bin mal gespannt, wie es am Ende aussieht. Das Geodom. So, zack. Oder ist es der Geodom? Ja, der, ne? Keine Ahnung. Egal. Dieses Gebäude, dieses welchige. So, zack. Wir wollen hier vorne machen und wollen die Teile hier überall, jawohl, versenken. Bin mal gespannt, ob wir danach noch mal Beton drauf gießen müssen. Lassen wir uns überraschen. Na komm. Jawohl. Wams. Drin ist es. Machen jetzt erstmal hier eben schnell den einen Haufen hier weg. Würde ich sagen. So, wo kommt das hin? Da hinten. Jawohl, zack. Dann sind wir da auch durch. Ziemlich zügig, ne? Es geht eigentlich relativ schnell. Wir sind jetzt bei 7 schon. Ja. Zack, so. Eigentlich recht easy. Jawohl. Und ich sage ja, dann geht die Nacht wahrscheinlich auch rum. Können wir da schön bei Tageslicht hier weiterarbeiten. So, jetzt zack, das kommt wohin? Einmal hier hinten. Jawohl. Haben wir die Etage ja auch gleich dicht. Dann läuft das hier wieder. So, her damit. Letzte Platte von dem Haufen. Aber gut, wir haben ja auch noch Deckenelemente da stehen, ne? Also fertig sind wir wahrscheinlich dann noch nicht. Will ich jetzt mal drauf wetten. Wir haben ja da hinten am Lagerplatz noch einige stehen, ne? Also von daher gehe ich mal davon aus, dass wir dann doch noch ein bisschen was machen müssen. So, ja, gut. Egal. So, das Teil kommt noch da hinten. Ist voll der Bausatz hier. So, zack. Jawohl. Her damit. Na komm. Und es baumelt. Jawohl, sehr schön. So, 12 von 17, 5 Stück noch, easy. Dann ging ja schneller als gedacht. Gar kein Problem gewesen hier. Ist halt ein bisschen blöd, dass man hier diese ganzen kleinen Teilstücke hier erstmal hier so ankarren muss. Naja, gut.
kurz weg. Noch ein kleines, dann noch so zwei so etwas größer und dann sind wir am Start. Ne, drei. So, einmal hier runter. Zack, drin. Ja, wobei die Nacht ist jetzt auch noch nicht ganz rum, ne? Verdammt. Gerade mal 23:30 am Abend. Na ja, gut, egal. So, wo kommt das denn jetzt hier hin? Zack. And. Jawohl. Zwei mit so einer abgeschreckten Kante noch. Na komm. Zack, Nummer 1 und die letzte. Und dann haben wir es hier auch geschafft erstmal. Herrlich. Kommen wir hier dann doch mal ein Stück vorwärts, ne? Oh, wo ist die Tür? Jawohl, sehr schön. Jawohl, und wir brauchen noch nicht mal Decke betonieren. Doch, müssen wir wohl, schade. Ah, hier auf der Seite, okay. So, dann gehen wir mal mit dem Kran hier auf Seite. Hallo, kannst du mal loslaufen? So, was habe ich jetzt bezahlt? Wahrscheinlich wieder Miete, ne? Teuer Geld. Na, egal. So. Guck mal her. Wo müssen wir denn betonieren? Hier. Warte mal. Stell ich mich aber lieber da vorne hin, glaube ich. Ich glaube, hier habe ich einen größeren Radius. So ungefähr. Könnten wir das Licht anmachen, ne? Wäre gar nicht so verkehrt. So, einmal in den Arbeitsmodus wieder rein. Zack. So, Deckel auf. Hier ein Stück hoch. Hallo? Okay. Warum macht der den Arm nicht raus? Komm mal rein. Hä? Warum will er nicht? Oder hat er jetzt mit dem Deckel da verkeilt? Ach, Tatsache, ne? Ey, dieser Deckel, ne? Das ist auch so ein Phänomen aus dem. So, dann wollen wir hier wieder ausfahren. Und machen das, was wir am besten können, betonieren. So, okay, lass ihn mal hier auspendeln, denn jetzt hole ich mal den Betonmischer. Da hole ich aber jetzt diesmal den alten, glaube ich. Das glaube ich sowieso noch irgendwas drin. Wir könnten aber dann dementsprechend, warte mal, den hier erstmal wieder zurückgeben. Den haben wir jetzt gesehen. So, dann sparen wir uns da erstmal das Geld und geben den dann auch zurück, weil den habe ich nur dafür gemietet. Dann sparen wir uns dafür auch das Geld schon mal. Hätten wir eigentlich viel früher machen sollen, aber gut, haben wir nicht. Ne, halt, warte mal, der falsche. Oder andere, da hinten. Den wollte ich. So. Auch hier machen wir mal eben das Licht an. Besser ist. Halt, Vergrößerung. Schon mal ein Stückchen weiter weg, so. Ja. Ja, passt das? Sollte hinhauen. Show rausfahren, nein. Gießen ein, jawohl. Und einmal aussteigen, bitte.
So, dann pumpt man nämlich direkt schon mal hier den letzten Rest rein. Hallo? Also, jetzt. So, Kamera drehen. Wir sehen wir quasi nichts, aber ist egal. Das können wir jetzt mal gerade nicht ändern. Da versuchen wir mal die Kamera so ein bisschen zu drehen, dass man es wieder besser sieht. Hier ist die Viskosität von dem Beton eigentlich auch ganz geil. Verteilt sich ganz gut. Na komm. Ich stehe doch recht eng, ne? Ja, ne, du. So, wie viel haben wir denn jetzt hier? 27%? Ja, komm, dann können wir arbeiten. Na komm. Fahr aus. Also wenn du so eine Decke betonierst, da ist echt viel noch drin, ne? Also vielmehr, da kommt echt viel noch raus, sagen wir es nur so. Wenn du da gegen die Wände nimmst, wie schnell der Beton nicht da leer ist. Und der war ja jetzt nicht mehr voll, ne? So, hier ist er leer. Okay, alles klar. Also da sind wir echt noch weit mit gekommen. Und der war jetzt noch nicht mal mehr ganz voll, ne? So, einmal wieder gießen. Und wieder rein in den Wagen. So, dann sind wir hier mit, zum Sonnenaufgang hier mit dem Gießen wahrscheinlich fertig. Ich muss hier wieder mal. Ich komme hier wieder nicht hoch, ne? Wenn er so ausgefahren ist, warte mal, wo hänge ich denn? Hänge ich jetzt hier irgendwo wieder fest? Naja, eigentlich nicht. Naja, gut, passt doch. So, wie sieht's aus? 60%, ja. Aber ich hänge hier irgendwo, warte mal, ich muss mal aufhören zu gießen. Ich hänge hier schon wieder irgendwo wieder fest. Krieg den Arm wieder nicht hoch. So, jetzt, oder? So, jetzt weiter. Ist egal wie hoch das jetzt ist hier. Na komm. Füllen wir da noch was hin, jawohl. So ein bisschen Licht da vorne wäre nicht schlecht, ne? Hat eigentlich der Kran kein Licht? Normalerweise haben auch so Kräne auch so Licht, ne? Die so von oben leuchten. Ich habe nie nachgeguckt, ob der Licht hat. So, was haben wir? 7-8%, komm. Viel ist das hier nicht mehr. Füll rein an den Quark. Na komm. Ja. Sehr gut. Alter, wo hänge ich denn schon wieder mit dem Kran? Okay, markiert Bereich Räumen. Warte mal, ich fahre erstmal den Betonmischer eben auf Seite. So, hör mal auf zu gießen hier bitte. Bitte schön. Ich stelle dich erstmal wieder hier rüben hin. Ah, bleib stehen. Bleib stehen. Ja, aussteigen, danke. So, dann laden wir den hier noch zu wieder um hier. Und dann sollten wir doch hier am Stil sein. So, räumen wir mal hier zusammen.
So, was haben wir denn? CLT-Wände liefern. Okay. Moment. Was noch? Säulen gießen? Warte mal, was? Was für Säulen? Moment, welche Säulen? Ach, hier sind Säulen. Oh, da muss ich ja doch noch gießen. Wie dumm. Boah, ist aber voll noch voll viele, ne? Komm, echt jetzt? Das war echt nicht den hier scheiß Ernst. Nein. Gut, habe ich aber jetzt auch nicht gelesen, ne? Muss ich dazu sagen. Aber mal gucken, was wir die hier treffen. Das mache ich am besten, bevor ich die Wände jetzt liefere. So, Hammer, Deckel wieder auf. Muss ja doch nochmal den Betonmischer holen eben. Weil bevor ich nämlich jetzt die Wände da reinsetze und alles, dann nutze ich da lieber den Platz, ne? So, auf geht's. Wieder ran da. Okay, der ist aber auch leer, ne? Zeig mir Cam. Sollte gehen. Das verticken wir. Wir kaufen wieder neu. Wir fangen an zu gießen. Steigen aus und es läuft weiter. Sehr gut. Jawohl. So, und jetzt können wir hier Vollgas geben. Wenn wir dann den Kleiderradatsch hier auch treffen. Jawohl, ist voll. 12% hat das jetzt gegeben, na jetzt schon Glückwunsch. Kann ja dann noch ein bisschen was dauern. Auch voll. Ja, komm hier rüber. Ja, ja, ja. Zack. Meiner braucht ja nicht viel rein, ne? So, hier haben wir noch einen. Ah, wo sind wir? Da. Zack. Na, wahrscheinlich werden wir auch wieder nicht alle füllen müssen, ne? Jawohl. Na komm. Rein da. Boah, da sind wir jetzt schon bei 72%, ja, das passt doch schon. Moment. Häng ich schon wieder irgendwo fest? Ah, Kamera. Okay, irgendwie scheint es doch zu gehen, ich weiß es nicht. Egal. Ah, ne, halt. Ich weiß nicht. Na komm, ein kleines Stück weit. Jawohl. Ja, komm, treffen. Ja, ah, da war ich. Ja, ja, ja. Sehr gut. So, 96%, komm, einen noch. Kann man noch nicht mal voll machen. Jawohl, sehr gut. Ah, jetzt haben wir's. Nein, gießen beenden. Zurücksetzen die Kiste. Ach ja, da war ja was. Verdammt. Na? Egal. So, Moment. Ich müsste jetzt mit dem Betonmischer gehen. Das war so nervig. So, okay, geht. Sehr gut. Wir haben kaum was verbraucht. Ne? Na, laufen. Hallo. Danke. So, den packen wir jetzt auch erstmal auf Seite.
So, haben wir einen LKW? Nee, ne? Müssen wir. Oh Gott, ey, wir müssten mal so langsam Fahrzeuge kaufen. Wäre, glaube ich, mal gar nicht so sinnbefrei. Weil wir brauchen einen LKW. Dann schauen wir doch mal. Betreten. So, was nehmen wir denn? Wir nehmen halt hier einmal den Anhänger wieder. Mieten. Jupp. Dankeschön. Und sollen wir mal die Scania-Zugmaschine nehmen? Ja, warum nicht? Auch den mieten wir. Sehr schön. So, dann einmal rein da in den Laden. Moment. Zack. So, da sind wir auch schon. So, das gute Stück mal da anbringen. Ja, Stück. Komm, und neun Stück, neun Stück, neun Stück. Ja, komm. Moment. Komm, da geht noch was. Jawohl, jetzt. Okay, so, wir müssen. Was brauchen wir? Fertigwand. Elemente Holz 16 Stück. Uff. Und Fertigwand Elemente Beton. Achso, ne, das sind die Aufzugsschächte. Die stehen ja schon da. So, warte mal, wo ist denn hier Fertigwandfabrik? Ja gut, brauchen wir nur hier rüberfahren. Uah, Alter. Okay. Das war so nicht geplant. Okay, ich bin echt den Scania gewöhnt. Das merkt man hardcore. So, warte mal. Fertigwand. Müsste das hier sein. Warte mal, wo laden wir denn hier? Wo ist denn hier die Ladezone? Ich bin auch irgendwie mit der Kamera hier gerade nicht zufrieden. Scania lässt sich echt schon ein bisschen komisch fahren, finde ich. So, warte mal. Können wir hier laden? Ja, ne? So, okay, alles klar. Dann wollen wir hier rein, latschen in den. Ne, halt, hier will ich nicht hin. Betreten. So, jetzt hier Anzahl der Pakete 4. Ach du Scheiße, müssen wir echt einmal kaufen. Paket laden. Paket laden. So, mehr kann ich glaube ich nicht. Naja. Nee, können wir nicht. Das geht so gar nicht. So. Können wir hier mal einen Screenshot machen? Dankeschön. So, und dann gehen wir mal zur Baustelle zurück. Schnellweise. Jawohl, da sind wir auch schon. Warte mal, stellen wir uns mal hier drüben hin. Da kommen wir ja mit dem Kran dran, ohne Probleme. So. Na. Einmal sichern, bitte. Dankeschön. Hier auch nochmal. Dankeschön. Und dann geht es einmal hier in den Kran. Jawohl, so. Okay, dann machen wir erstmal die Aufzugsschächte eben. Na. Jawohl. Ah, wird aber langsam hoch, ne, das Gebäude hier. Ja, nein, ein Stück höher. Hallo, ein Stück zurück. Genau, einmal dahin.
Wander. Und zack. So. Und last but not least, den dritten. Na komm, Wander. Von dem Schwenken hier mit dem Teil. Jawohl, sehr schön. Zack, sitzt auch. Ja, Freunde, da würde ich aber sagen, machen wir jetzt erstmal hier ein Folgenende. Weil, aus Gründen. Nee, weil, keine Ahnung, weil die Zeit schon wieder vorbei ist. So einfach. Und ja, dann würde ich sagen, setzen wir uns hier mit den Wänden auseinander. Schauen mal, dass wir die hier irgendwie schön platziert bekommen. Und dass wir hier dann hoffentlich in der nächsten Folge so ziemlich zum Ende kommen. Denke mal, das kriegen wir irgendwie hin. Schauen wir einfach mal. Ups, Entschuldigung. Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Gerne bewerten und kommentieren. Vielen Dank für euren Support. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin und ciao, ciao.